Bevor wir alle ins Wochenende starten, werfen wir einen Blick auf den guten Bruder BTC. Seit Montag hat er bis jetzt genau das gemacht, was wir wollten. Pullback in den Block und weitergelaufen. Wichtig ist jetzt, wo sind die nächsten Ankerpunkte, was sind die nächsten Level? Wir werden dann alles hier drin besprechen. Also dranbleiben, dort auschecken. Hier kommt er wieder, der ultimative Vibe-Killer. Ich danke jeden einzelnen Supporter. Haut dem Video einfach einen Daumen nach oben, abonniert das Ding, verbreitet die Scheiße, zeigt jedem, was wir hier für eine abgespacede Kacke machen. Ich danke jedem Kanalmitglied. Ich danke jedem, der hier mitmacht. Ihr seid die allerbesten, wir sind die heftigste Community. Ich freue mich auf Sonntag. Wir sehen uns. Bis dahin. Peace. Was geht denn ab? Dachtet ihr wirklich, dass wir ins Wochenende starten, ohne dass wir einmal ordinär auf den Bruder BTC schauen? Natürlich müssen wir das machen. Vielen Dank für das erste Feedback zu GoCharters. Alle Anonymous Member, die da Kanalmitglied sind, haben Zugang, sind über 30 Videos jetzt mittlerweile. Danke für euren Support. Das an der Stelle. Apen wir erstmal. Was hatten wir beim letzten Mal gesagt? Sollen wir erstmal alles rauslöschen? Machen wir, ne? So viel Zeit haben wir. Nee, nicht. Wollen wir hier nicht auf Zeit spielen. Wir hatten gesagt, wir sind einmal hochgekommen, haben hier reingeschossen. Wir haben gesagt, ein Fake-Out, das die gesamte Wochenkerze geschluckt hat, das ist für uns schon ein hartes Zeichen. Dann haben wir aber gesagt, wir können natürlich erstmal nach oben laufen, bestätigen, was der Bruder gerade macht, gemacht hat. Können wir auch mal hier im Daily reingucken. Das war dann Montag, war hier dieser Fakey-Hochlauf. Fakey, Alter. Oh, bitte. Bitte sagt sowas nie, das ist ja ein furchtbarer Begriff. Moment. Wir hatten ja aber den Hochlauf. Hatten hier nochmal dieses kleine Gap dazwischen, wo wir auch nochmal reingekommen sind. Und sehen jetzt auch auf der CME-Börse, dass wir weiter runterkommen. Wir haben ja gesagt, immer wenn Sonntag auf Montag switcht, haben wir Gaps. Die Gaps werden gerne gefüllt. Und wir waren ja sehr aggressiv am Pushen. Das war hier Sonntag. Hier war Montag und wir hatten perfekt in diesem Level gestoppt. Da hatten wir auch noch drüber gesprochen. Da hat sich der Bruder gehalten und jetzt gerade ist es so, laufen wir wieder hier runter. Das sieht ja halt, wir haben die ganze Zeit schon gesagt, er gefällt uns nicht so richtig gut. Und da, dass er hier war, natürlich ein perfektes Short-Zeichen, weil hatten wir im Stream drüber gesprochen oder im Discord? Ich meine, wir haben im Stream wieder drüber gesprochen oder im Montags-Update. Wenn der Markt super hart aggressiv in ein Level schießt, dann ist das natürlich nach der Kerzenkunde, wir gehen immer danach, dann ist das erstmal ein starkes Zeichen. Aber wenn die einfach in dem Level stehen bleibt, so wie hier, ist es für uns dann halt einfach nur ein Säbelrasseln. Und dann hatten wir diesen Abverkauf, sind runtergelaufen und haben uns hier drunter gehalten. Da sind wir drunter gebrochen, wieder ein Pullback gemacht und jetzt sehen wir, dass wir hier in die letzten Bereiche dippen. Aber auch, was ich eigentlich immer schön finde, ist, wenn BTC anfängt, so bärisch zu flippen. Ne? Also was heißt, wenn wir sehen, dass die Marktstruktur, ich meine, hier sieht man es ja super genau, wie der Markt spielt, dass das offenkundig bärisch ist. Also da heißt, dass wir runterlaufen. Wenn wir das sehen, läuft BTC so sauber. Wenn man sich die Levels anschaut, wir hatten gestern Abend noch mit einem Bruder einen Live-Trade betreut. Der hatte auch den Dip mit nach unten genommen. Wie wir hier sehen, das Level einmal reingelaufen, gespielt, runtergefallen. Und auch wieder anhand der Kerzenkunde. Wir sehen nicht, dass hier ein Level ist. Okay, dann sehen wir einmal diese Kerze wieder drüber gewickt und dann halten wir uns da drunter. Und das ist jetzt der 4-Stunden-Chart. Und da sehen wir halt, wie lange der Markt sich hier hält und nicht weiterkommt. Da hätte man auch einfach sagen können, ey Bruder, hier ist irgendwie eine Mauer, da geht es gerade nicht weiter. Das natürlich die Kerzenkunde in Kombination mit den Leveln, das ist dann natürlich super mächtig. Okay, super mächtig ist irgendwie eine extremste Superlative. Aber es gibt uns eine gute Bestätigung. So, nächstes Level gespielt. Hier hatten wir, meine Güte, dieses Level hier plus dieses. Da hätten wir auch sagen können, wir haben diesen Bereich, sind einmal drunter und haben auch wieder impulsiv reingeschossen. Bärische Kerze und sind wieder weiter runtergelaufen. Was wir jetzt haben, ist halt heftig, denn wir haben einmal dieses Level gehabt, da sind wir wieder drunter gebrochen, Pullback drunter und wieder bestätigt. Wir können im Moment die Pullbacks
sieht man die ganze Zeit, wie wir runterlaufen und diese Pullbacks weiter runtershorten. Das ist halt echt brutal gerade. Hier einmal Liquidität gezogen. Wir schauen uns jetzt hier den Bereich mal an. Wir gehen mal eben im M30, was wir hier noch haben. Okay, das würde eigentlich auch mit dieser Range passen. Denn was man nicht vergessen darf, hier unten haben wir immer noch diesen. Seitdem wir hier ausgebrochen sind, sind wir hier drüber geschossen. Das ist hier so um die 51 bis 50 runter ungefähr. Wenn man sich das nämlich im Großen anschaut, ist das nur dieser lange Daily Wick. Und deswegen könnte es nämlich gut sein, dass wenn der Bruder nochmal hier runterläuft, dass wir hier erstmal eine Reaktion bekommen. Wir machen nochmal einen Pullback nach oben und rennen dann weiter. Aktuell ist er schwach auf der Brust. Wir haben heute NFP, da reagiert BTC manchmal drauf. Also bei ihnen sind ja News-Events wirklich so ein bisschen in der Waage. Weil jetzt gerade sehen wir sind in diesem Block gelaufen. Ich mach's wieder weg. Wir laufen in diesem Block hier rein. So, und jetzt machen wir das mal groß, so nicht meine Drecksfresse im Bild haben. Wir sehen, wir haben hier diesen Downwick. Wir sehen, wir haben einmal drauf geschossen. Das war eine schöne Kerze. Schön rejected. Ist halt nur einmal hochgekommen, hat hier drunter gespielt und ist auch wieder sofort abverkauft worden. Gut, so ist es halt. Jetzt haut die nächste wieder komplett drunter, aber hält sich hier auch. Was könnte denn jetzt sein? Also wir haben bis jetzt noch keine Kerze, die unter diesem Tief geschlossen hat. Wir haben jetzt einmal diese bullische, diese bärische hat drüber geschlossen. Jetzt haben wir hier einmal drunter gewickt, was halt genau in den Block geballert hat. Jetzt schauen wir uns den Boot. Hau ab. So. Das heißt, das ist interessant. So, wo halten wir uns aktuell? Ich mache es jetzt etwas ausführlicher, weil wir uns länger nicht gesehen haben. Ne? Dass wir jetzt hier mal schön in die Materie reingehen und gucken, was uns die Kerzen denn sagen. Da haben wir uns drüber gehalten, da sind wir drunter geschossen. Wir gucken in den Stundenchart. Da sieht man halt diesen heftigen Downmove von gestern. Das war von heute Morgen. Das hier war der Downmove vom Abend. Dann sind wir wieder hochgeschossen und hier sieht man auch wieder, hier sieht man anhand der Wicks halt, hier wurde die ganze Zeit gekauft. Moment, machen wir eben so ein bisschen so. Hier sieht man halt diesen Block gespielt. Das hier war absolute Vollkatastrophe ab Abend und Asia Session. Da wurde wieder so viel Kohle liquidiert. Dann hat er das versucht rüber zu schießen, aber ein weiteres Zeichen der Schwäche ist natürlich, dass der Bruder wieder darunter geschlossen hat. Also im Moment ist jedes Mal, und deswegen habe ich das gerade auch so detailliert von oben nach unten gezeigt, wir sehen jedes Mal, wenn der Bruder nach oben kommt, kriegt er in die Fresse. Das ist für uns ein Zeichen der Schwäche. So. Dann würden wir jetzt aber sagen, okay, was haben wir denn jetzt noch hier auf der Karte? Wir haben hier einmal drunter gespielt. Ne, haben wir noch nicht. Gucken wir uns den M15 an. Achso, hier die Unterkante. Und da haben wir schon wieder einen Pullback gemacht. Es ist im Moment wirklich nicht stark. Das ist leider so. Wir müssen hier, könnte es sein, dass wir den, wenn wir uns jetzt hier über 55.630, wenn wir uns da drüber halten würden, würde ich mir das Level so anpassen. Im Moment so. Und würde dann wieder sagen, okay, wir hatten ja jetzt hier diese impulsive Bewegung nach oben. Wir halten uns hier. Wenn wir uns jetzt hier drüber halten, also selbst wenn wir jetzt nochmal so vielleicht zu den News oder was weiß ich uns bewegen, könnte es sein, dass wir hier nochmal so eine Reaktion nach oben bekommen und wir dann erstmal so ein Pullback nach oben machen. Dafür muss aber der Bereich hier unten verteidigt werden. Also hier diese 55.500 irgendwas rum hier unten, diese Levels. Weil wir sehen ja jetzt schon wieder, dass er stark zurückkam, doch hier, auch wenn man sich, also wenn man das mal wegmacht, wenn man sich das so zieht, ist ja offenkundig direkt wieder der Widerstand dort, wo er direkt wieder reagiert. Wir sehen, er kommt hier nicht durch. Du siehst halt hier an den Wicks wieder zurückgedrückt, kurz nach oben wieder zurückgedrückt. Selbes Setup war heute auch in Gold. Da hatten wir auch das Ähnliche. Der kam in ein Level, wurde runtergedrückt, Lower High und dann kommt man den runterschorten. Hier sieht man wieder das identische Setup. Wir müssen uns hier halten, sonst geht's weiter runter. Und denkt dran, so. Wir schließen heute, ne? Also heute endet die Wochenkerze. Machen wir da mal wieder den Wick hin.
Und die sieht aktuell, sieht die halt ein bisschen shady aus. Ne? Vielleicht hält sie sich hier noch dran. Das ist so das. Ja, oder wir schließen drunter. Dann hätten wir sofort wieder freie Bahn hier runter zu unserer 52K-Level ungefähr. Wir sind mal gespannt, was die News bringen. Das Coole ist, wir sehen uns natürlich alle wieder am Sonntag, wo wir alle reinapen werden. Und dann haben wir wahrscheinlich schon wieder mehr Daten, wollte ich aber eben mal meine Gedanken hier lassen, damit ihr wisst, worauf wir uns einstellen. Wie gesagt, das Szenario hatten wir ja am Montag besprochen. Und das hat er jetzt gemacht. Also eigentlich waren wir gut vorbereitet, wollte aber trotzdem nochmal detailliert mit euch vor dem Wochenende draufschauen. Deswegen würde ich sagen, ich danke erstmal jeden einzelnen Supporter. Danke, dass ihr am Start seid. Und wir sehen uns am Sonntag. Wir hören uns. Bis dahin. Peace!